Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 2. Ich bin euer Exitus Master und wir befinden uns auf Tuchanka, um Morin und Guans Loyalitätsmission zu bestreiten. Und wir haben gerade die Pyrejacks alle getötet. Und jetzt reden wir mal mit Ratch. Der Anblick, wie dieses Ungeziefer in der Hitze der Explosion röstet, einfach großartig, echt wahr. Es war mir ein Vergnügen. Es hat großen Spaß gemacht. Dann machen Sie doch weiter. Wenn Sie auf Gewalt stehen, finden Sie da draußen noch jede Menge Pyrejacks. Nein, das reicht. Ich gebe Ihnen einen Rabatt in meinem Geschäft. Sie kriegen alles zum Einkaufspreis. Danke, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Wie Sie wollen. Okay, gehen wir mal hier rein, stöbern wir mal. Pyrejacks Fleisch. Null. Kostet mich das gar nichts. Stabilisierungshandschuhe, die kaufen wir mal. Eine Todesmaske, auch gut. Ja gut, alles hier Upgrades für unsere Rüstung. Verteidigungsschicht. Okay, erhöhte Gesundheit um 5, sehr gut. Und Schildgurt. Was haben wir hier? Munition für schwere Waffen. Plus 30% Kapazität, das kaufen wir mal. Das ist wertvoll. Auf jeden Fall ist das wertvoll. Hier, gehen wir mal den Waren, den füttern wir mal. Hier, probier das mal. Hat mich nichts gekostet. Sieht aus, als hätte Erz endlich jemanden gefunden, dem er hinterherdrücken kann. Jetzt läuft er mir eine Zeit lang hinterher, aber ist nur ein nettes Gimmick, sonst nix. Und jetzt gehen wir dahin zum Clanführer. Wer das wohl sein wird? Halt! Sie müssen warten, bis der Clanführer Sie zu sich ruft. Er hat gerade eine Besprechung. Sie wissen, was die Tradition verlangt. Der Argnaut-Clan muss reagieren. Ihre Reformen werden auf Widerstand stoßen. Sie riskieren es zu einem kritischen Zeitpunkt Rex zu erscheinen. Mass Effect 1 Musik. Entschuldigen Sie mich. Ich dachte... Shepard, mein Freund. Für einen Toten sehen Sie erstaunlich gut aus, Shepard. Ich hätte wissen müssen, dass das Nichts Sie nicht halten kann. In der Tat. Genug kurze Info, er hat eine andere Synchronstimme als im ersten Teil, aber die finde ich viel besser als die erste. Es ist lang her, Rex. Dass Sie mir bei der Vernichtung von Saren und den Geth geholfen haben, hat sich anscheinend für Sie ausgezahlt. Zum Glück mussten wir uns auf Würmer nicht gegenseitig umbringen. Ha! Sie haben den Aufstieg von Erznat erst möglich gemacht. Wörmeier war der Wendepunkt für die Kroganer. Auch wenn nicht jeder glücklich darüber war. Erste Beispiel. Die Zerstörung von Sarens Genophage-Heilmittel hat uns von seinem Einfluss befreit. Die Kamera ist schlecht. Ich habe das dazu benutzt, die Clans unter Erznat zu vereinen. Sie haben viele Traditionen verletzt, um ihren Willen durchzusetzen. Das ist gefährlich. Sie reden nur, wenn Sie gefragt werden, Uwenk. Ich führe Ihren Clan zu Ruhm und Ehre, ob ihm das nun passt oder nicht. Da war er kurz nicht im Bild. Rex, naja. Also, Shepard, was führt Sie hierher? Wie geht's der Normandy? Ist weg, aber ich nicht. Der Tod der Normandy war endgültiger als der meine. Ich bin zurück und führe wieder aussichtslose Kämpfe. Vielleicht können Sie mir dabei helfen. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanka zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Was tun Sie hier? Klingt, als hätten Sie große Veränderungen für die Kroganer vor. Wir schaffen ein neutrales Gebiet, in dem alle Clans willkommen sind. Fruchtbare Frauen können von den Clans geteilt werden. Wir werden die Spezies als Ganzes stärken. Sie bedrohen alles, was uns stark macht. Es wird keinen Bestand haben. Von wegen. Mag sein. Aber bis dahin sollten Sie sich glücklich schätzen, ein Teil davon zu sein. Wie behalten Sie denn die Kontrolle? Wie gewährleisten Sie die Sicherheit, wenn so viele Clans an einem Ort versammelt sind? Jeder Clan, der bereit ist, Geiseln herzuschicken, darf kommen. Keine Kämpfe innerhalb des Lagers. Jeder Clan bestraft seine eigenen Verbrecher selbst. Sehr vernünftig. Wir schlichten Konflikte, bevor jemand stirbt. Dann folgt eine einfache Entscheidung. Entweder eine Strafe zahlen und die eigenen Probleme lösen, oder aber der Clan ist nicht länger willkommen. Ja, klingt auch vernünftig. Für Kroganer Verhältnisse klingt das nicht sehr hart. Verbündete von anderen Clans schätzen meine Vorgehensweise. Alle helfen mit, die Skeptiker zu bekehren.
Viele suchen nach einem Ventil. Jeder Clan, den ich für nicht willkommen erklärt habe, wurde von meinen Verbündeten vernichtet. Sehr gut. So was spricht sich rum. Sorgen um schwache Clans? Was ist so wichtig daran, einzelne Clans zu bewahren? Jeder Clan hat seine eigenen Sitten. Initiationsriten, Verhaltensregeln, Kriegslieder. Alles einzigartig. Diese Vielfalt macht uns groß. Kein Clan, nicht einmal meiner, ist dafür geschaffen, alleine zu überleben. Aber Ihr Clan dominiert. Ödnot ist der führende Clan. Ist damit nicht auch Ihre Kultur die wichtigste? Im Moment schon. Aber jeder Clan hat seine besonderen Vorteile. Ödnot hat die besten Taktiker. Jorgul die längste Ahnenreihe. Gettertop die älteste Ansiedlung. Andere haben andere Stärken. Wenn wir weitermachen wie bisher, enden die Clans als Krater im nuklearen Dunst. Sogar Ödnot. Wir müssen neu über alles nachdenken. Neu beginnen. Genau, so muss das auch sein. Es kann nicht so weitergehen. Wie lautet der Plan? Da haben Sie sich einiges vorgenommen. Wie läuft's bis jetzt? Besser als befürchtet. Schlechter als erhofft. Das muss ein Ende haben. Sie gehen gegen alles vor, was uns stark macht. Gibt es Opposition? Klingt, als würden Sie sich nicht allzu viele Freunde machen. Traditionalisten wie Uwenk sind wie Varen in Ketten. Immer kämpfen sie und bewachen ihr lächerliches Stöckchen im Boden. Wenn der Rauch sich verzogen hat, pflanze ich unsere Flagge auf ihren Leichen auf und versammle die übrigen um ein neues Kroganer-Zentrum. Klingt riskant. Klingt, als würden sie auch nach der Vereinigung noch mit jeder Menge Blutvergießen rechnen. Es wird dauern. Aber ich werde nicht ändern, was wir sind. Kroganer werden nach der Stärke ihrer Feinde beurteilt. Unsere schlimmste Beleidigung ist, dass jemand es nicht wert ist, getötet zu werden. Okay, Sie teilen die Frauen? Was halten die Frauen des Ödnot-Clans von diesem Plan? Es war die Idee der Anführerin unseres Frauenclans. Das neutrale Gebiet ist sicher und bewegt andere Frauenclans dazu, sich mit uns zu verbünden. Angriffe auf Ödnot gefährden jetzt die Frauen aller Clans. Selbst Clans, die mich gerne tot sehen würden, werden den Ödnot-Clan verteidigen. Okay. Mein Geschäft hier. Ich hoffe, für Ihr Volk wendet sich alles zum Guten. Aber zurück zum Grund meines Hierseins. Wir erlauben nur selten Aliens, Geschäfte auf Tuchanga zu machen, aber Sie sind eine Ausnahme. Salarianer und Bloodpack. Ich suche einen Salarianer. Er wurde vom Bloodpack gefangen genommen und hierher gebracht. Mein Kundschafter-Commander kann Ihnen weiterhelfen. Er ist vermutlich in der Nähe und führt eine Zielübung durch. Okay. Beanspruchen Sie ihn nicht zu lange. Ich muss die anderen Clans unter ständiger Beobachtung halten. Was ist Gwans Problem? Ich habe einen Kroganer in meiner Crew. Er hat so eine Art Krankheit, die behandelt werden muss. Woher kommen Sie, Junge? Wurde Ihr Clan ausgelöscht, bevor Sie erfahren konnten, was von Ihnen erwartet wird? Ich habe keinen Clan. Ich wurde von Warlord Okir in einem Tank gezüchtet. Destilliert aus einer Ahnenreihe von Kredak, Moro, Shiaga. Sie sprechen von Warlords und entstammen doch nur einer Injektionsspritze. Ich bin ein reiner Kroganer. Sie sollten Ehrfurcht zeigen. Okir ist ein sehr alter Name. Ein viel gehasster Name. Wir haben ihn umgelegt. Nee, er ist getötet worden. Er ist tot. Durch Gas, ja. Natürlich. Sie gehören zu Shepard. Wie sollte er da noch am Leben sein? Aber es war nicht unsere Schuld. Zur Sache. Ich brauche Grant voll einsatzfähig. Was ist los mit ihm? Gar nichts ist los mit ihm. Er wird lediglich ein vollwertiger Erwachsener. Ah, Pubertätsritual. Verbreitet bei Spezies mit hormongesteuertem Fortpflanzungstrieb. Mir ist egal, wie die Aliens das nennen. Kroganer durchlaufen den Initiationsritus. Das geht zu weit, Rex. Ihr Clan hat zwar das Sagen, aber dieses Ding da ist ein Kroganer. Idiot. Nun, Grant? Möchten Sie zu den Ödnot gehören? Was ist vonnöten? Was ist für den Initiationsritus vonnöten? Dazu kann ich nichts sagen, Shepard. Das ist die Aufgabe des Schamanen. Sie lassen einen Klon zu? Sie lassen zu, dass ein im Tank gezüchteter Kroganer sich dem Ödnot-Clan anschließt? Nur weil er bei Ihnen ist. Immerhin haben Sie und ich Tausende wie ihn getötet. Die waren nicht ganz so groß, aber es waren viele. Es waren sehr viele. Der Ödnot-Clan ist stark und die anderen werden tun, was ich sage.
Sie wissen, dass meine Vision Ihnen nur Vorteile bringt. Und wenn er es nicht tut? Was passiert, wenn er den Initiationsritus nicht durchläuft? Wenn er hier bliebe, würde er getötet. Clanlose haben keine Daseinsberechtigung. Und für Tankzüchtungen gilt das umso mehr. Okay. Seine Anlagen bleiben die gleichen, Ritus oder nicht. Er ist eben einfach ein Kroganer. Davon hat Umkir im Tank nichts gesagt. Stimmt's? Es ist seine Entscheidung. Es ist seine Entscheidung. Genau, Shepard, seine Entscheidung. Es ist in meinem Blut. Deshalb gibt es mich. Guter Junge, sprechen Sie mit dem Schaman. Er ist drüben auf der zweiten Ebene. Stellen Sie sich gut dar, dann wird er Sie auf den Pfad führen. Okay. Und Sie auch, Shepard. Wie oft haben Sie sich schon für Ihre Crew in Gefahr begeben, hm? Mehr als mir lieb war. Ich gehe, kommen Sie mit uns. Schön, Sie zu sehen, Rex. Können Sie uns wirklich nicht begleiten? Ich würde ja gern, aber ich muss die kurzsichtigen Narren hier auf Kurs halten. Viel Erfolg bei der Jagd, Shepard. Danke, dir auch. Viel Erfolg. Du wirst es brauchen. Dann gehen wir mal nach oben zu den Schamanen. Hast du diesen Bericht im Extranet gesehen? Dieser Müll sitzt dir das Hirn voll. Du solltest lieber jagen oder irgendwas reparieren, wenn du nicht jagen kannst. Es war ein Sondervideo über die Citadel. Okay. In der Mitte des Citadel-Präsidiums steht eine große Kroganer-Statue. Deshalb stelle ich bei uns noch lange keine Asari-Statue auf, falls du darauf hinaus willst. Reiß dich in Stücke! Man muss das sein, Männer. Nicht mal den Mummes zu versuchen. Galaktische Nachrichten. Die Angst vor einer unkontrollierbaren Seuche in den Straßen von Omega hat sich gelegt, weil die Krankheit mittlerweile unter Kontrolle ist. Ja, das ist, habt ihr Morden zu verdanken. Nackmoor-Botschafter. Nicht den Botschafter bedrängen. Mach ich trotzdem. Zurück, Mensch. Ich mag bei meinem Volk ein Botschafter sein, aber das bedeutet nicht, dass ich mit jemandem wie Ihnen sprechen muss. Glauben Sie nicht, dass Sie meine Zeit stehlen können, nur weil Sie diesen Kroganer-Frischling dabei haben. Nicht so unfreundlich. Jetzt, bevor meine Wachen Sie entfernen. Es wäre ein Fehler. Sie scheinen mir ein weitgereister Kroganer zu sein, Botschafter. So ist es. Dann müssen Sie auch wissen, wer ich bin. Und Ihnen muss klar sein, dass jeden Unheil erwartet, der sich gegen mich stellt. Aber sowas von. Zurück, Männer. Ich bin der Botschafter des Nagmoor-Clans bei den Ergnoth. Wir sind ein kleiner Clan aus dem Craddock-Ödland. Wie überlebt denn Ihr Clan? Wenn Nagmoor ein kleiner Clan ist, wie halten Sie dann die mächtigeren Clans davon ab, sie zu vernichten? Wir sind der Clan des großen Warlords Nagmoor-Crow, der sich gegen mehrere Einheiten Turianer gestellt und dabei den Sieg davongetragen hat. Die meisten Clans bringen uns den Respekt entgegen, den sich unser Vorfahre verdient hat. Was will Ihr Clan hier? Was hat der Nagmoor-Clan mit den Ödnath zu tun? Clanführer Rex hat mich angefordert. Er und der Nagmoor-Clan stehen seit längerem in Verhandlungen für ein dauerhafteres Bündnis. Mit unserer Hilfe könnte Ödnath andere unter seinem Banner versammeln und Tuchanka wahrhaft einen. Das gäbe uns die Möglichkeit, größere Schlachten mit besseren Plündermöglichkeiten zu schlagen. Hört sich gut an. Warum sind Sie Botschafter? Ich dachte, alle Kroganer wollen Krieger werden. Warum wird ein Kroganer Botschafter? Ha! Sie wissen weniger, als Sie glauben, Mensch. Ein kroganischer Diplomat muss die Stärke seiner Leute repräsentieren. Sonst gilt sein Clan schon bald als vogelfrei. Ich habe mich an die Spitze meines Clans gemetzelt, Mensch. Ich spreche mit der Autorität eines Kriegers. Okay, auf Wiedersehen. Ich muss gehen. Sie werden bestimmt anderswo gebraucht. Okay. Und da ist der Schamane, aber zu diesem Schamanen gehen wir erst in der nächsten Folge von Let's Play Mass Effect 2. Ich bin raus, Leute, und wir sehen uns im nächsten Part. Bis dann.